I drink your blood and I eat your skin. Wurde gesagt. Ich hatte ja in den Kommentaren, hat mich der gute Snare Sounds Shit, hat er geschrieben, folgendes. So, und da werden wir jetzt mal drauf eingehen. Also, dranbleiben, es lohnt sich. Wir sind ja an einem schönen Platz, auch wieder im wunderbaren Hintertaunus. Und ja, da kann es auch ruhig mal ein bisschen lauter sein, weil das nächste Ding wird auch laut. Und zwar haben wir hier einfach weiter aufnehmen. So. Und dann haben wir hier aus der Region, beziehungsweise aus Darmstadt, haben wir die Band Böse Death. Ja, und Böse Death, das war so ein früher Kontakt so von mir zum Brutal Death Metal. Und was soll ich da groß zu erzählen? Also, wir hören da einfach rein. Ja, Böse Death. Also das ist so mein regionaler Tipp, was den Brutal Death Metal betrifft. Und ansonsten kommen jetzt noch 4 weitere Alben, wovon ich nur noch 2 Stück physisch habe. Und die anderen beiden leider ins Leben geflossen sind. Auf Schallplatte habe ich übrigens gar nichts. Allerdings müsste man sich auch die Frage stellen, was ist denn jetzt Brutal Death Metal oder Brutal Death Metal zum Slam Death Metal, zum Standard normalen Death Metal? Also für mich ist das so: Cannibal Corpse ist eine Death Metal Band. Slam Death Metal, das wäre dann sowas wie Cranium oder jetzt neuere Böse Death, übrigens die ist auch noch auch noch original, die sieht sogar noch recht gut aus. Ich habe noch andere dabei, die sehen zum Kotzen aus. Aber dazu kommen wir später. Ja, das ist halt die Frage, wo verschwimmt die Grenze vom Death Metal zum Brutal Death Metal, zum Slam Death Metal oder gut, was Technical Death Metal ist, das wissen wir. Das brauchen wir hier nicht unbedingt. Und ja, kommen wir zum nächsten Album. Kommen wir zur nächsten Band. Die haben bisher nur eine EP rausgebracht. Das war 2013. Das hat mich aber komplett umgehauen. Die Rede ist von Gaped, The Murderous Inception. 2013, The Murderous Inception. Ja, und die haben eine 6-Song-EP rausgebracht. Und da ist am Ende ist da ein richtig geiles Cover von Cannibal Corpse drauf. Das Artwork, das ist auch voll der Honig, muss ich sagen. Da werden wir selbstverständlich auch nochmal reinhören. We'll be right back.
Dankeschön. Wir sehen uns gleich wieder am nächsten Platz. Kommen wir zum nächsten Album. Und zwar reden wir hier von den Königen, von der Speerspitze des Brutal Death Metal. Die Rede ist von niemand Geringerem als Mortician mit ihrem Album Chainsaw Dismemberment. Das Ding ist gespickt mit Horror-Samples. Ein großartiges Artwork mit der Frau mit dem Appenbein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Aber großartig, großartiges Ding. Eine wunderbare Hommage an alle erdenklichen Horrorfilme, Slasher, was weiß ich. Das Artwork ist von Wes Benscoter. Meilenstein, wie gesagt, im Brutal Death Metal Bereich. Ich habe mir es hier aufgeschrieben. 1999 kam das. Und da haben der Will Raymer und der Roger Beaujard, ja, ein Duo mit Drumcomputer, schön ufta Beats, aber dann, wenn es dann losgeht, da gibt es richtiges Geschepper, brutalstes, tiefstes Gegrunze, aber ihr werdet das wahrscheinlich kennen und oder einige werden es kennen und ja, hören wir doch einfach mal hier in einen Song rein und ich tauche wieder ab. I drink your blood and I eat your skin. So, und dass ihr das jetzt mal kurz seht, ja, wie alt diese CDs sind. Also die habe ich wirklich seit Erscheinen. Könnt ihr das sehen? Diese Kratzer. Ja, da, jetzt kommen sie. Also, dass die überhaupt noch läuft bei mir, also die läuft tatsächlich auch ohne zu springen, finde ich gut. Damals hat man noch gute CDs gemacht. Kann Brutal Death Metal, kann der aus Schweden kommen? Ja, kann er. 2001, also, ja, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Da gibt es die Band zum Beispiel Deranged aus Schweden. 2001 haben die ein Album rausgebracht, ich weiß nicht, ob es das dritte oder, ich glaube, es war das vierte, bin mir nicht sicher, haben die ein Album rausgebracht, das selbst betitelt war. Und
Ja, das ist, also, das würde ich schon wirklich als brutal Death Metal bezeichnen. Das geht vorwärts, das hat Dampf, das hat Feuer. Und ja, ohne große Umschweife hören wir da jetzt einfach direkt rein. So, war gut. Das ist schön, ne? Wenn man hier so nicht schneidet und sowas, ne? Und dann zack, Einblendung, super. Da lache ich auch gerne mal. Ja, das ist ja von mir jetzt persönlich so meine, ich sag mal die Top 4 plus der regionale Tipp, wobei ich die auch gut finde, so ist das nicht. Also ja gut, dann ist es die Top 5 in den Brutal Death Metal Sachen. Jetzt haben wir das Album Nummer 4 gehabt, Deranged. Die CD habe ich leider nicht mehr. Die ist vor 20 Jahren, ja, 20, 21 Jahren ist die bei meinem Berufsschulkollegen im Auto gelandet. Ich glaube, die liegt da immer noch, wenn er das Auto noch hat. Holger, wenn du das siehst, du kannst sie auch gerne noch 2-3 Tage länger behalten. Kein Problem. Naja. Gut, dann sind wir jetzt hier an dieser Stelle am wunderschönen grünen Wiesenweiher. Sind wir durch, haben jetzt gesehen, das ist Bibergebiet. Vielleicht sehen wir noch einen Biber, vielleicht kommt ja noch einer raus, so ein Zombie und beißt uns den Kopf ab oder so. Oder in den Hals, er geht auf Kehle. Ja, Schnitt. Das ist ein Biber. So. Das letzte Album, das ich euch vorstelle. Trommelwirbel. Das ist für mich persönlich ist das der Inbegriff von brutal Death Metal. Wollen wir gar nicht ohne große Umschweife drum laborieren, sonst irgendwas. Naja gut, das erinnert so meine Art, wisst ihr. Brode Quinn. Instruments of Torture. Zehn Songs, eine Marschrichtung. Es geht nur vorwärts. Das ist einfach in die Fresse, tiefstes Gegurgel und Gegrunze. Richtig schön, stumpf in die Fresse. Weil, warum? Stumpf ist Trumpf. Und richtig. Das Album habe ich auch schon so dermaßen zu Tode gehört, dass ich mir da inzwischen eine Sicherheitskopie von anfertigen musste. Das. Ja. Ja, ich meine, gut, es sind CDs. Damals war ich halt noch ein bisschen jünger. Und habe die natürlich auch auf jede denkliche Party mitgeschleppt. Ob das jetzt 90er Disco-Party war oder. Na komm, erstmal ein Schluck Bier. Ob das jetzt 90er Disco-Party war oder. Keine Ahnung, irgendwas von der Schule, sonst irgendwas. Habe ich die CDs mitgeschleppt und die Leute konnten sich das anhören, ob sie wollen oder nicht. Ne? Ja, so das waren jetzt so meine Top 5 Alben im Brutal Death Metal. Ja, das habe ich so 2001 habe ich das so für mich entdeckt. So vorher, ja, Death Metal, da habe ich mich auch nie groß oder sowas mit beschäftigt, ob es da jetzt noch Abgrenzungen gibt oder sonst irgendwas. Und
Ja, dann war ich 2001 in Wacken und habe da jemanden kennengelernt. Da gab es damals noch Bocktours. Da sind wir mit dem Bus nach Wacken gefahren. Und da war halt eine, auch ein Hesse, ich sag mal, der Südnorweger, der war da mit dabei. Und ja, der hat mich dann so in die Welt des Brutal Death Metal hat er mich dann eingeführt. Und ja, da habe ich sehr viel kennengelernt. Das war dann so, war dann so mein Mentor gewesen. Ja, dann ging es halt schnell Richtung Death Grind, dann auch Grindcore und ja, das war dann so lange Zeit so die Schiene, in der ich mich bewegt habe. Da war ich auch sehr scheuklappenmäßig unterwegs. Da hatte ich keinen Sinn für Power Metal, ich hatte keinen Sinn für Black Metal, es muss nur brutal und schnell sein. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch noch so, oder, ne? Ja, was sind denn so eure Favoriten im Brutal Death Metal? Wäre auch mal ganz interessant, ne? Jetzt so von den neueren Bands, da finde ich halt jetzt hier gerade so Slaughter Day und Heretic Warfare. Das geht schon gut ins Ohr. Also wie gesagt, da sind wir wieder an der Frage vom Anfang, wo hört der Death Metal auf, fängt der Brutal Death Metal an? Schauen wir mal. Naja, gut. So, war nicht so ganz so lang diesmal das Video, aber ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Und ja, Daumen nach oben und so weiter. Abonniert den Kanal und grüßt mir meine Käsefüß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Nodin. Sehr sau. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen lauter reden, weil genau jetzt wieder die ganzen Motorrad-Arschlöcher vorbeifahren. Aber egal, scheiß auf die Motorradfahrer und die ganzen Wichser. Lalalala. Es gibt wieder Outtakes. Ich bedanke mich bei meinem Kamerakind Conny. So. Ja, das, die EP, die hat 6 Songs. Und... Ich glaub's nicht. Schauplatzwechsel. Ja. Auch hier. Tada. Okay, wir sind hier in der Nähe vom Weiltal, in unmittelbarer Nähe. Das ist eine sehr gern genutzte Motorradstrecke und Fahrrad, Auto... Ausflugsstrecke, sehr schön zu fahren, das kann ich auch selber als Autofahrer so sagen. So, ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Da bin ich ein bisschen jetzt doof. Zum Mörder. Warum? Der war doch leise. Oh, ja. Flugzeug?